kämpfen hier für unser gutes Recht, sind über 1000 Leute und es ist eine tolle Stimmung, eine gute Kampfansage an den Arbeitgeberverband. Heute haben wir aus Lohmach hier ein deutliches Signal an Kirchhoff und Konsorten gesendet. Wer nicht hören will, muss fühlen. Es sind fast alle von der Frühschicht hier, der Laden steht. Und die Kollegen sind alle sauer, die hier sind, weil dieses Angebot, was abgegeben worden ist, das ist eine Farce. Die sind alle kampfesbereit, die lassen sich das nicht bieten. Liebe Kollegen, jetzt geht's los! Es war ein super Bild hier und man kann sehen, gemeinsam können wir was bewegen. Und ich denke, das wird auch den Arbeitgebern klar sein, dass sie sich jetzt bewegen müssen. Gelohm hat sich kein Rad mehr gedreht. Der Stau war bis Hennef, glaube ich. Und wir kriegen ja auch Applaus am Wegesrand. Also die Leute stehen auch hinter uns und auch die Einzelhändler. Die wissen auch, dass wir Geld im Portemonnaie brauchen. Wir alle hier, die wir versammelt sind, sind der Motor der Konjunktur. Und wer das nicht erkennt, wer den Konsum jetzt mit falscher Lohnpolitik bremst oder sogar abwürgt, der wirkt auf die Konjunktur ab und schaufelt sich damit sein eigenes Grab. Ich habe so den Verdacht, die Arbeitgeber, die wollen uns verarschen. Die wollen uns wirklich verarschen. Wenn ich 0,9 und 0,3 sehe als erstes Angebot, ist ein Witz. Arbeiten wie ein Ackerpferd, bezahlt werden wie ein Pony. So verstehen wir dieses Angebot. Mit Almosen lassen wir uns nicht abspeisen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sind bereit und motiviert, um zu kämpfen. Deshalb heben wir heute die Fahnen und zeigen unseren Unmut. In einer Zeit, in der nichts mehr sicher scheint, ist das hier ein Bild der Götterdämmerung und ein Wort an die Arbeitgeber gerichtet. Nehmt euch in Acht. Die Produktion steht. Viel Geduld haben wir nicht mehr. Wir haben auch nicht mehr viel Zeit. Wir sind auch gut vorbereitet. Und die Arbeitgeber können sich warm anziehen, wenn sie kein ordentliches Angebot auf den Tisch legen. Wenn sie sich nicht bewegen, kriegen sie Feuer. Die sollten nicht nur für ihre eigenen Taschen sich die Gedanken machen, sondern auch das, was erwirtschaftet ist, an die Belegschaft mit weitergeben. Wir von mir, dafür stehe ich auch hier. Ich bin aus einem Betrieb, der nicht tarifgebunden ist. Aber wir stellen im Grunde genommen die gleichen Forderungen. Im Betrieb ist halt eben ein bisschen schwierig momentan, weil man da die Mannschaft natürlich nicht auf die Straße bekommt ohne die Tarifbindung. Bitte eintreten, denn ohne euch schaffen wir es auch nicht. Ich muss auf jeden Fall einen geben, der für uns das Ganze organisiert, der für uns die Verhandlungen führt, weil jeder Einzelne von uns ist nicht in der Lage dazu, einzeln mit dem Arbeitgeber zu verhandeln. Tretet ein, kommt zu uns und profitiert mit uns allen zusammen am gemeinsamen Erfolg. Eigentlich sind wir es alle leid, dieses ewige Schmarotzer, die gerne die Lohnerhöhung kassieren, aber selber nichts dafür tun wollen. Es ist einfach scheiße. Wir für mehr. Wir für mehr. Wir für mehr. Wir für mehr, ganz klar. Und die 5 lassen wir uns schmecken.